Hallo, schön, dass ihr bei dem Video dabei seid. Ich bin Martina Meierschmidt. Ich habe meine Hundeschule in Betzweiler, das ist im Landkreis Freudenstadt, mitten im schönen Schwarzwald. Ich lebe dort mit meinem Mann und unseren zwei eigenen Hunden und immer mal wieder noch mit einem dritten, der dann auf Zeit als Pflegehund bei uns wohnt, bis er seine eigene Familie gefunden hat. Heute geht es um Spielen. Spielen soll Spaß machen und gerade bei den Hunden, denen Spielen wahnsinnig Spaß macht, ist die Gefahr häufig sehr groß, dass es den Menschen unter Umständen bald keinen Spaß mehr macht, weil einfach die Gefahr besteht, dass die Hunde unglaublich hochfahren beim Spielen und so richtig echauffiert werden und hektisch und dann in Arme und Beine zwacken oder einfach gar nicht mehr zuhören können, man ein Spiel nicht mehr gescheit beendet kriegt oder auch bei den Hunden, die vielleicht noch an der Leine Schwierigkeiten haben, schön zu laufen oder noch bei Begegnungen mit Menschen oder Hunden so ihre Baustellen haben, nach einem aufregenden Spiel erst recht sich echauffieren und aus dem Fellchen hüpfen. Und dann passiert es ganz schnell, dass man sagt, okay, dann spielen wir halt gar nicht. Und das finde ich immer so schade, weil Spielen macht wirklich Spaß. Spielen ist eine richtig tolle Beschäftigungsmöglichkeit und auch eine tolle Belohnungsmöglichkeit. Und es ist so schade, wenn man sich das nimmt, dadurch, dass man dann einfach gar nicht spielt. Und deshalb geht es heute in dem Video darum, wie könnte man denn Spielen so machen, dass man den Hund mal so richtig pushen und hochfahren kann und der mal so richtig Spaß haben kann und sich hochfahren und erregt sein und hipfelig und dipfelig sein kann. Und man das Spiel dann aber auch wieder so beenden kann, dass der Hund danach eben wieder vernünftig an der Leine gehen kann, zuhören kann, Signale befolgen kann oder einfach auch zur Ruhe kommen kann und sich dann hinlegen kann oder sowas, wenn man zu Hause spielt zum Beispiel. Das heißt, es geht heute darum, zu spielen, mit Spaß und Schmackes und nachfolgend das Spiel zu beenden, so dass es für den Hund eben auch ein gutes Ende ist und er gemütlich beenden kann und die menschlichen Hände auch geschont bleiben.